Heute gibt es die erste Folge von meinem neuen Format. Ich habe es Darlene's Book Dreams Talktime getauft und es wird so eine Art Mini-Podcast werden, denke ich mal. Ich bin auf diese Idee gekommen, weil mich das ein bisschen gestört hat, dass ich gefühlt vor jedem Kapitel immer etwas zu erzählen habe und das oft den Rahmen dann sprengt und ich mich dann kurz halte, die Hälfte vergesse und das im nächsten Kapitel dann wieder ankündigen muss. Und ich rede ja ganz gerne mit dir und dann dachte ich mir, komm, machen wir mal so eine Art Mini-Podcast. Ich weiß selber noch nicht so genau, wie das jetzt hier ablaufen wird, deswegen ich quatsche einfach mal drauf los. Für heute habe ich mir überlegt, dass ich mich einmal ganz kurz vorstelle, ein paar neue Sachen, die so anstehen, erwähnen werde. Ich gehe auf Fragen ein und ja, zum Ende hin gibt es noch eine kleine Überraschung. So, da ich noch kein Intro habe und falls du an dieser Stelle eine Idee hast, schreib mir das gerne in die Kommentare, fange ich auch mal direkt an, mich vorzustellen. Ich muss gestehen, ich mag Vorstellungsrunden nicht so. Ich vergesse irgendwie gefühlt immer die Hälfte und bin mega nervös. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich finde es doch ganz wichtig, mal kurz die Zahlen, Daten, Fakten so auf den Tisch zu bringen. Ich heiße Darlene, ich bin 27 Jahre alt, bin im Januar geboren, sprich ein Steinbock und komme aus der wunderschönen Stadt Hamburg. Falls du mich irgendwie irgendwann mal irgendwo sehen solltest, kannst du mich jederzeit ansprechen. Ich bin in der Regel eigentlich ein sehr offener und freundlicher Mensch. Es sei denn, du kommst mir verrückt, dann kann auch mal die andere Seite zum Vorschein kommen. Aber ja, in der Regel ist das menschenabhängig. so viel dazu. Ich habe seit kurzem ein wundervolles Hobby. Ich lese vor. Falls du das noch nicht mitbekommen hast. Nein, also ich bin da auch irgendwie reingestolpert in das Ganze. Ich weiß nicht, wer mir schon länger folgt, der hat bestimmt die eine Folge gehört, wo ich da mal so ein bisschen drüber erzählt habe, wie das alles dazu gekommen ist mit YouTube. Meiner Schwester können wir hier auf jeden Fall sehr dankbar sein, denn ohne sie hätte ich, glaube ich, nicht mit YouTube angefangen. Ich war eher so, oh Gott, nee, ich habe schon Instagram, das reicht. Naja, und einige, die mir schon länger folgen, wissen ja, wie die Geschichte war. Ich habe an einem Abend mit meiner Schwester telefoniert, beziehungsweise eigentlich hatte ich gelesen. Meine Schwester hat mich angerufen und wollte mit mir quatschen. Da stand so ein bisschen im Konflikt miteinander, denn ich habe gerade eine sehr, sehr spannende Stelle gelesen und ich konnte mich einfach null auf das Gespräch fokussieren. Und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, Schwester, Herz, Ich kann mich nicht konzentrieren, ich lese gerade. Dann hat sie nur gestöhnt und meinte, oh, nicht dein Ernst, ich will doch mit dir quatschen. Und ich so, ja, nee, geht nicht. Naja, und dann meinte sie, ich bin hier eh gerade am Abwaschen und will gleich noch mit dem Hund raus. Dann lies doch einfach laut vor. Und ich habe das Handy angeguckt und dachte, sie will mich verarschen. Ne? Meine Schwester ist 2 Jahre jünger als ich, aber ganz anders, also komplett. Komplett anderer Typ. Sie würde kein Buch lesen, so. Sie hört sich das denn mal an. und ich habe dann gedacht so, warum nicht? Dann kann ich wenigstens weiterlesen. Nach 20 Minuten frage ich sie, Schwesterherz, bist du noch da? Ja, lies weiter, schnell, hör nicht auf. Und ich nur so, okay. Ja, schlussendlich habe ich an diesem Abend 3 Stunden am Telefon vorgelesen und ich durfte nicht mehr ohne sie lesen. Wenn ich überhaupt lese, am besten gleich aufnehmen, damit sie nichts verpasst. Und ich dachte mir, so ist nicht dein Ernst, lies es selber. Und ich so, nee, kannst du vergessen, habe keine Zeit dafür. Und ich mir so, okay, was machen wir denn da? Und so begann das. Ich habe dann am Anfang WhatsApp-Nachrichten von 10 Minuten verschickt und da habe ich kleine Dateien gemacht, damit ich endlich weiterlesen kann. Und das habe ich dann noch eine ganze Weile gemacht und irgendwann hatte ich dann, ich glaube, Never Silence als erstes so, sagen wir mal, im Kasten. Und da fing dann meine Schwester an und meinte so, ja, das ist ja alles irgendwie ein bisschen kompliziert, warum machst du nicht YouTube? Kannst es doch hochstellen, dann kann ich es mir jederzeit immer wieder anhören. Alles ist so an einem Ort und ja, ich nur so, nee, vergiss es. Warum sollte sich das irgendwer anhören? Und sie so, das ist gut, mach das. Und sie hat nicht aufgegeben. Und jetzt bin ich hier. Also dementsprechend können wir sehr, sehr dankbar sein.
Und ich bin es auch wirklich, weil ich hätte niemals damals gedacht, dass mir das so viel Spaß bringt. Ich mache es hier wirklich nicht für das Geld. Ich bekomme auch noch kein Geld. Ich habe bewusst noch nicht dieses Partnerprogramm angewählt, wie auch immer, weil ich einfach keine Lust habe, dass ich da im Fokus von YouTube bin. Ich mache das, weil mir das Spaß bringt. Und es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich damit irgendwann mal Geld verdienen möchte. Klar, wenn einem was gefällt, dann will man vielleicht auch mal was wiederbekommen dafür. Aber schlussendlich mache ich das vorerst wirklich, weil es mir Spaß bringt und weil ich einfach endlich etwas gefunden habe, was mir richtig gefällt. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Jeder hat ja so vielleicht sein Hobby oder seine Leidenschaft. Manche sind auch hobbylos, so wie ich es war. Ich habe Freunde und wir sind Sport gemacht, aber mir hat immer so das gefehlt, was mich wirklich ausmacht, was mir wirklich Spaß macht. Und das habe ich jetzt gefunden und ich bin super glücklich. Und auch an dieser Stelle Dankeschön für deine Unterstützung die ganze Zeit. Das hat mich super motiviert, einfach weiterzumachen, weil ich, wie gesagt, am Anfang habe ich nicht gedacht, dass das hier irgendwie mal Form annehmen wird. Ich war immer eher perplex, weil ich gesehen habe, so, oh, wieder ein Smarty mehr. Ja, ich stelle mir euch als Smarties vor, sonst kriege ich ja kein Wort raus. Genau, das war so krass. Und ich habe mich einfach gefreut, wenn ich dir eine Freude machen kann, indem man sich abends ein Kapitel anhören kann. Ne? Ja. So viel zu der Geschichte, wie ich zu YouTube gekommen bin. Ich mache das halt erst seit Anfang des Jahres. Ich glaube, ich habe im Februar Thema Silence hochgeladen. Ja, und jetzt ist ja schon August und die Zeit rast und ja, man hat Ideen und ist kreativ. Das ist schon schön. Ja, es stehen auch ein paar Neuerungen an. Ich hatte ja erzählt, ich habe mir ein Mikro gekauft. Es ist auch angekommen, so viel schon mal dazu. Ich habe es ausprobiert und ich war so halbwegs überzeugt, weil es ein relativ teures war von Rode. Und dann habe ich mich bei Saturn beraten lassen. Habe den Unterschied gehört und habe gedacht, scheiße, ich muss den Kack zurückschicken. Naja, jetzt habe ich was anderes gefunden, was etwas länger dauert und auch ein bisschen teurer ist. Aber ich bin super gespannt, wann es ankommt. Und dann werde ich dir einfach mal einen kurzen Ausschnitt zeigen und du sagst mir, welches Mikro für dich sich besser anhört. Und dann werden wir damit arbeiten. Ich freue mich schon drauf, aber es dauert noch ein bisschen. Ja, so viel dazu. Dann bin ich auch bald im Urlaub im September. Dementsprechend versuche ich gerade so ein, zwei Geschichten vorzuvertonen, dass du halt nicht komplett wieder gar nichts von mir hörst, sondern dass es trotzdem so kleine Specials gibt. Dementsprechend bin ich gerade schon ein bisschen am Machen und Tun und gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Denn bis zu meinem Urlaub will ich natürlich weiterhin die Auction und Heiratsgesetze fleißig vertonen. Aber ja, ich bin guter Dinge und das wird schon klappen. So, jetzt habe ich ja auch schon ganz viel erzählt. Ich dachte mir, ich gehe jetzt nochmal auf 1, 2, 3 Fragen ein, die ja öfter gestellt werden. Die eine große Frage ist natürlich, wann kommt welches Kapitel raus? Ja, das kann ich dir leider gar nicht so genau mehr beantworten. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du ja, ich habe versucht, mir feste Tage zu setzen. Das Problem bei der Geschichte ist, dass das Leben immer andere Dinge vorhersieht und ich es dann einfach nicht so richtig schaffe, mich an die Tage zu halten, was mich dann wieder total unter Druck setzt, weil ich eigentlich das halten möchte, was ich sage. Genauso wie wenn ich genug Zeit habe, schiebe ich das manchmal wie Hausaufgaben vor mich her, weil ich einfach nicht in dieser Laune stecke, gerade zu vertonen, aber weiß, dass ich es muss und das ist halt irgendwie nicht so schön. Ja? Und ich denke mal auch einfach, dass das mit am Wetter liegt. So im Herbst, Winter, da habe ich weniger Probleme, wenn es früh dunkel wird und man eh nicht so viel draußen ist. Aber wenn dann so 32 Grad Sonne sind und eine Freundin fragt so, ja, hast du nicht Lust, irgendwie was trinken zu gehen? Und du dir sagst, nee, eigentlich muss ich jetzt noch 6, 7 Stunden vertonen. Ist halt ein bisschen doof und dann will man halt niemanden enttäuschen und setzt sich dadurch dann unter Druck. Deswegen halte ich das wieder ein bisschen flexibel, weil ich habe dann auch einfach das Gefühl, dass viel mehr von mir kommt, als wenn ich feste Tage habe. Ja,
Aber ich werde dich immer, wenn ich weiß, dass etwas fertig ist, informieren über die Community oder bei Instagram, dass du Bescheid weißt, ah, da kommt wieder was Neues, da ist was Neues fertig. Ja, so viel dazu. Dann die zweite Frage ist auch eine gute Frage, ob es immer Harry Potter Content geben wird. Das kann ich ganz klar beantworten mit nein. Keine Panik, es wird immer Harry Potter Geschichten auf diesem Kanal geben. Aber ich werde nicht immer nur Harry Potter vertonen. Ich heiße ja Darlene's Book Dreams und ich lese unglaublich viel. Momentan sind es, glaube ich, 6 Bücher, 3 Fanfictions, 2 richtige Bücher und ein Sachbuch. Und ja, ich kenne wirklich auch viele schöne Bücher, die es wert sind, gelesen zu werden, geschweige denn gehört zu werden. Und ja, habt ihr auch schon einige im Kopf, wo ich hoffe, dass sie dir genauso gut gefallen werden. Aber zur näheren Zukunft, also ich habe momentan sehr viele Geschichten auf der Warteliste von Harry Potter. Und ich denke mal, dass sich das bis Mitte nächsten Jahres auf jeden Fall noch hinziehen wird und dass es hauptsächlich erstmal Harry Potter geben wird. Ich habe auch eher gerade meine Harry Potter-Phase, muss ich gestehen. Dementsprechend kannst du dich darauf schon mal freuen. Und ich freue mich auch über jede Geschichte, die du mir empfiehlst oder die du dir wünschen würdest zu hören. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen kann, zu vertonen, aber man weiß ja nie, ne? Ich habe meine Liste hier immer griffbereit und füge mal eine dazu, ne, wenn sie mir wirklich richtig gut gefällt. Und ja, man weiß nie, was sich daraus dann noch alles entwickeln kann. Deswegen, ich freue mich. Und ich lese ja für mein Leben gerne. Also, wenn du eine gute Geschichte weißt, her damit. Ja. Damit haben wir die zweite Frage dann auch geklärt. Die dritte Frage war eine Harry Potter-Frage. Und zwar, in welches Haus hätte dich der sprechende Hut gewählt? Und ich habe überlegt und ich glaube, jeder, der Harry Potter schon mal gesehen hat, hat sich innerlich schon in so einem Haus gesehen. Na, obwohl man gar nicht wusste, also noch nicht wirklich wusste, worum es geht oder was die Geschichte hinter diesem Haus ist. Aber man fühlt sich irgendwie, finde ich, in meinen Augen in so ein gewisses Haus hineingezogen. Und bei mir ist es Slytherin. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Egal wie viele Haken ich schlage und wie oft es nicht so funktioniert, wie ich es geplant habe, habe ich trotzdem immer das Ziel vor Augen und den Ehrgeiz, es irgendwann zu schaffen. Und deswegen ist es, glaube ich, Slytherin. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich so ein bisschen das Herz eines Hufflepuffs habe, die Weltanschauung eines Ravenclaws und die Offenheit und den Mut eines Gryffindors. Also irgendwie mag ich alle Häuser. Aber wenn ich die Robe anziehen muss, dann wäre es Slytherin. Ja, so viel dazu. ja, dann haben wir die drei wichtigsten Fragen, die mir öfter mal gestellt worden sind, schon abgehakt. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Überraschung für dich. Denn ich habe mir überlegt, bis ich dir eine Playlist erstelle. Und zwar habe ich diese Playlist Harry Potter Fanfictions Top 20 genannt. Ich finde die Idee eigentlich ganz schön, dass du auf einem Kanal alles finden wirst und habe mir dabei halt gedacht, so, ja, wenn du bei mir gerade auf ein Kapitel wartest oder keine Ahnung, dir bereits alles angehört hast, dann hast du immer die Möglichkeit, auf diese Playlist zu gehen. Die habe ich mit so einem kleinen weißen Quadrat gekennzeichnet, damit klar ist, dass das nicht mein Content. Das war mein Handy, sorry. Dass das nicht mein Content ist. Und dass das quasi eine Playlist ist, die ich für dich erstellt habe, dass du da mal reinschauen kannst. Und das sind alles ja Hörbücher, Geschichten, Kapitel, die ich selber mir angehört habe und die ich wirklich gut finde. Und ja, die Geschichten sollte man sich einfach mal angehört haben. Erweitert den Harry Potter Fanfictions Horizont. Und wundere dich bitte nicht, falls sich die Playlist mal ein bisschen verändern wird. Mal werde ich bestimmt Geschichten hinzufügen oder die Reihenfolge ändern. Vielleicht schreibst du mir auch und sagst, ey, Darlene, die Geschichte muss auch unbedingt noch damit rein. Oder ja, aus Top 20 wird Top 50. Das kann sich alles ein bisschen verändern. Aber ich dachte mir, es ist doch ganz schön, wenn man auf einem Kanal irgendwie alles findet. Und es sind so quasi Empfehlungen, die ich gebe, wo man mal vorbeischauen kann, wenn du bei mir schon alles gehört hast oder gerade auf ein Kapitel wartest, das ist das, glaube ich, ganz cool. Und ich mag halt auch einfach den Austausch dahinter. Und
Ich habe sie mir selber angehört und für mich macht das keinen Unterschied, ob du jetzt danach googelst oder ob du das einfach bei mir schon findest. Ne? Denn ich habe kein Problem, meine Kollegen dazu supporten, wenn ich das selber gut finde, was da vertont wurde. Ja, bin da sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich habe auch schon ein zweites Video dazu gemacht, in dem ich so ein paar Geschichten mal klappentextmäßig vorstelle, dass du halt so eine Art Übersicht, Entscheidungshilfe bekommst und ja, vielleicht den Anstoß für die nächste Geschichte, die du dir anhören wirst, geben werde. Das habe ich mir nämlich auch überlegt, dass ich in diesen Mini-Podcast-Folgen quasi auch so Themen bearbeiten werde. Ja, vielleicht Buchvorstellungen, Fanfictions, wie auch immer. Wenn du da Ideen hast, ne, ich bin da jederzeit offen und bereit, mir die kreativen Ideen von dir anzuhören. Und wer weiß, vielleicht setze ich das ein oder andere dann um. Ich hoffe, es hat dir heute gefallen, die erste Mini-Podcast-Folge von mir. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir ein Zeichen dalässt, dass du da warst. Und würde sagen, wir hören uns und bis bald.